Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Ich mache heute ein Unboxing von meinem neuen Philips 50 Zoll Ultra HD Fernseher. Und ich würde sagen, fangen wir schon mal an. So, hier haben wir auch mein schönes rotes Unboxing Messer. Ne? Also so ein einfaches Messer. Ein Küchenkeramikmesser. So. Den Fernseher gab es für 399 Euro bei Saturn im Angebot, runtergesetzt von 750 Euro. 55 Zoll 4K Fernseher mit Ambilight, was ganz nice ist. Schöne Anleitung. Software Updates, Papierkram, Papierkram. Also ganz viel Papierkram, ne? Wie man hier sieht, ganz schön viel Papierkram. Was ist das denn hier? Das sind einmal Schrauben für den Standfuß, denke ich mal. Mein Aufnahmesetup ist wieder ein Lavalier-Mikrofon und mein S8 Plus auf einem Stativ. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung, Leute. Ich habe jetzt kein professionelles Unboxing-Equipment. Ich benutze alles, also für alles, was ich filme, für ein Handy. Ich denke mal, es ist ganz cool. Ich habe jetzt eine Makrolinse drauf oder auf jeden Fall eine Linse habe ich jetzt drauf. Und ja, ich hoffe, das ist gute Qualität. So, hier haben wir einmal die Fernbedienung. Ist ein bisschen, also ist schlicht gehalten, sag ich mal. Ja, aber leider ist die Haptik ein bisschen sehr plastikhaft. Also die ist halt billig. Ja, also die ist jetzt keine hochwertige Fernbedienung. Aber ich denke mal, sie tut, was sie soll. Sieht auf jeden Fall edel aus, ist sie aber nicht. Also sie ist komplett aus Plastik, Plastikbomber. Ja? So. Als nächstes haben wir hier den Standfuß. Der Standfuß, ich packe mal das aus. Hier haben wir einmal den Standfuß. Und man sieht das komplett auf Bild drauf. Also wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So. Der Standfuß, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das war leider auch ziemlich aus Plastik, also den kann man echt gut hier, ne, wackeln. Also ist echt Plastik, ist alles Plastik. Kein Metall oder sowas. Wir haben den Fernseher jetzt aufgebaut und werden mal durch das Menü gehen. Also das ist das erste Mal, dass der jetzt an ist. So, auf Standfuß. Zu Hause. Machen wir einfach mal Büro, weil wir sind gerade im Büro drin. Wo ich das aufnehme und weiter. TV mit Heimnetzwerk verbinden, wählen Sie gewünschte U-Bridge. Wählen Sie die U-Lampen, die Ambilight folgen sollen. Lampe konfigurieren. Lampen auswählen, Bridge auswählen. Lampen im Büro. So. Ich glaube, ich habe das richtig gemacht. So, viel Spaß mit Ihrem Fernseher. Entdecken Sie. Also der Klang ist schon mal echt top. Ambilight funktioniert auch. Also das Bild kann man auf jeden Fall noch einstellen, auf jeden Fall. Das ist noch nicht. Also die Standardeinstellung ist echt scheiße. Bisschen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der Fernseher HDR. Also HDR10 fähig, 50 Zoll, der Fernseher ist eingerichtet, sieht wirklich sehr schön aus, das Bild ist wirklich super gut. Also es ist ein 4K-Fernseher, der hat HDR10, also und jetzt gucken wir uns auch gerade ein 4K-Video auf YouTube an mit HDR. Er hat wirklich eine sehr geile Bildqualität und kann ihm nur empfehlen, also für 399 Euro ist das Ding einfach top. Muss man einfach so sagen, 50 Zoll, Ambilight, also wirklich nice. Ja, das ist alles dabei, Smart TV und ich wollte euch nur mal vorstellen, so was ich jetzt Neues bei mir, also mein eigen nennen kann und ich bin echt froh darüber und ja, ich denke mal, wenn schöne Filmabende entstehen.
Und ja, in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Reinschalten. Lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo, würde mich sehr freuen. Ansonsten schreibt mir sonst in die Kommentare, was ihr noch so gerne sehen wollt. Ich mache ja alles so, worauf ich Bock habe eigentlich. Also Gaming, Vlogs, Unboxings und Reviews. Und ja. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, euer Black Wolf. Ciao!